Jedes Jahr von Januar bis März führt FDT am Firmensitz in Mannheim Produktschulungen für Dachdecker, Bauklempner und Zimmerer durch. DDH war vor Ort und begleitete den Repanol-Kombi-Kurs. Kursleiter Martin Drumm stellte die Produkte vor, gab Hinweise zur Sicherheit und wies theoretisch ein. In den anschließenden Praxisteilen der Verlegeschulung setzten die Teilnehmer das Gelernte sofort um. Auf bestimmte Details gilt es dabei besonders zu achten. Herr Hoffmann, was sind die Schwerpunkte der Schulung, was sind die Knackpunkte? Also die Knackpunkte gerade bei der Belegung von Repanol FK sind natürlich die Details wie bei jedem Flachdach. Und beim Repanol FK ist noch was ganz Besonderes. Da muss man also diesen Punkt hier, das sind sozusagen die Knackpunkte hier, die Verbindungen, T-Stöße, beziehungsweise hier kann sich durch Kapillarwirkung kann sich hier Wasser reinziehen. Und dieses wird verhindert durch diese Paste hier. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man dieses so ausführt, wie es hier ausgeführt ist. Und was machen die Verarbeiter ab und zu mal falsch? Das sieht man hier ganz gut, dass sie die Paste oft vergessen. Und dann haben wir das Problem beim Repanol FK, dass das Dach halt undicht wird. Besonders anspruchsvolle Details, wie das Verschweißen von Außenecken, demonstriert Martin Drumm direkt am Objekt. Das heißt, die wird erst hier fixiert. Abhobel nicht vergessen. Wir gehen wieder mit der Temperatur runter, weil wir jetzt unarmiertes Material haben. Verschweißen erstmal an den Kanten. Die Finger aufpassen. Dann schließe ich die Taschen. Ja, und bitte darauf achten, dass man da wieder keine Falte reinschweißt. Deswegen von innen nach außen schweißen und rollen. Hier nochmal die Naht prüfen. Besonders wichtig ist für Dachdeckermeister Jens Hoffmann das Thema Sicherheit. Ja. Herr Hoffmann, zum Thema Sicherheit. Wenn das Dach verlegt ist, wird jede Naht von zwei verschiedenen Leuten geprüft. Also einmal, da geht einer mit einer Reißnadel, das ist diese hier, an jeder Naht entlang und sucht eine Schwachstelle. Wenn er eine entdeckt, wird diese angezeichnet. Wie hoch muss die gehen? Na gut, wenn er, also jetzt war jetzt hier alles in Ordnung, ne? Also wenn er jetzt, sage ich mal, so weit reinkommt, dann ist es jetzt problematisch. Dann wird die hier angezeigt, dann kommt jemand anders und verschweißt das und einen Tag später oder ein späterer Zeitpunkt kommt nochmal jemand, ein zweiter, der prüft die gleiche Naht nochmal, ob sie in Ordnung ist. Herr Drumm, waren Sie mit den Teilnehmern zufrieden? Die Teilnehmer, wie gesagt, es war eine engagierte Truppe. Man hat gesehen, dass sie das, was gelehrt wurde, auch dementsprechend in die Tat umsetzen konnten. Haben, wie gesagt, also wunderbare Arbeit abgeliefert. Ich bin wirklich zufrieden mit diesem Ergebnis. Die Kombination fand ich interessant. Dachdecker, Klempner, vorwiegend sogar Zimmerer, für Sie überraschend? Nein, also wie gesagt, das Konglomerat an Berufsgruppen ist, wie gesagt, also seit Jahren nichts Neues, ist eigentlich normal und ich möchte mal sagen, ist auch schön, wie gesagt, es werden ja auch Wissensstände weitergegeben, man lernt ja auch, wie gesagt, untereinander und das macht ja auch, wie gesagt, das Lernen in der Gruppe aus. Herr Amann, warum haben Sie die Schulung besucht? Ich habe die Schule besucht, um Kniffel und Tricks kennenzulernen, um noch schneller und effizienter zu arbeiten auf die Flachdächer und dieses Wissen auch weiterzugeben. Was hat Ihnen besonders gefallen? Was wurde hier speziell gelehrt? Der Herr Drumm hat uns, uns genau darauf hingewiesen, wie dieses Material zu verarbeiten ist. Zum Beispiel, dass die Nähte gebrochen zu werden sind. Ja, also wenn ich eine T-Fuge habe, dass die Überlappung abgekantet wird. Das wird in der Berufsschule bei unseren Lehrlingen nicht beigebracht. Nach 3 Tagen Schulung haben die Kursteilnehmer ihr Ziel erreicht. Mehr Sicherheit im Umgang mit dem Produkt.